Und so ging es eigentlich relativ gut los mit meinem ersten Film. Aber nachdem der Film dann kein Erfolg war, habe ich lange, lange, lange daran geknabbert und habe lange keinen Film mehr auf die Beine bekommen. Das darf man auch nicht vergessen, weil jetzt ist es oft so, dass es so aussieht, als hätte ich immer schon Erfolg gehabt. Und so war es nicht. Ich habe eine lange Durststrecke gehabt nach meinem ersten Film. Movie Minds. Nur Film im Kopf. Wie bist du denn ausgerechnet auf das Medium Film gekommen? Na gut, also beide meine Eltern sind im Filmgeschäft, deswegen ist es bei mir jetzt nicht so überraschend gewesen. Ich bin auf Sets aufgewachsen viel. Ich habe hab Filme als Handwerk kennengelernt, als einen aufregenden Ort, an dem viele Handwerker zusammenkommen, so würde ich es mal nennen. Weil das ist ja das Aufregende beim Film ist eben, dass es so eine komische Mischung ist aus Künstlern, Handwerkern, von Elektrikern bis Architekten, die dann schließlich so ein Set bauen und Film machen. Es kommt so eine komische Piratenfamilie zusammen beim Film. Das sage ich auch immer in meinen Ansprachen ans Team. Vor jedem Film sage ich immer, wir sind eine Piratenfamilie, wir fahren jetzt zusammen auf hohe See. Lasst uns Schätze bergen, lasst uns die Unwetter zusammen bestehen, die Stürme, lasst uns Monster besiegen und so weiter. Es ist ein Abenteuer und das habe ich als Kind schon gespürt, dass Filme machen Abenteuer ist. Und bin mit meinem Dreirad auf Sets rumgefahren und habe ehrlich gesagt auch nie wirklich, habe nicht so sehr den roten Teppich, das mit Film in Verbindung gebracht, was viele Leute in Verbindung bringen mit Film, sondern für mich war es einfach eher dieses Spielen. Man spielt eine Realität zusammen. Ich habe auch meinen Eltern dann immer Szenen vorgespielt von Filmen, ob es jetzt irgendwelche Disney-Filme waren oder so, die mich beeindruckt hatten. Also ich glaube, in meinem Fall war es einfach sehr naheliegend, dass ich da lande. Hast du dann erstmal Schauspiel in New York studiert? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, nach New York zu gehen und nicht in Deutschland zu bleiben? Ich hatte mit 18 ziemlichen Liebeskummer und meine Mutter hat den Vorschlag gemacht, geh doch weg, geh doch einfach weg aus der Stadt, so weit weg wie möglich, war dann auch mein Wunsch. Und ja, die Strasberg-Schule in New York war eben eine Möglichkeit und ich sollte nur für 3 Monate hingehen eigentlich, aber ich bin dann für 10 Jahre in New York geblieben, habe dort Film studiert, habe über Schauspiel eigentlich realisiert, dass ich lieber Filme machen möchte. Beziehungsweise ich habe das eigentlich immer gewusst, dass ich lieber Filme machen möchte. Aber konkret war der Weg übers Schauspiel sehr wichtig für mich, weil ich auch dadurch viel gelernt habe darüber, wie Schauspieler sich fühlen. Also, dass auch Stars nervös sind, Ermutigung brauchen. Dass es eben, wie man als Regisseur, was für eine Sprache man finden kann, um mit Schauspielern zu arbeiten. Das habe ich vieles auch durch meine eigenen Erfahrungen als Schauspieler, glaube ich, besser kennengelernt. Verstehe. Und war es dann der, also ich glaube, in Deutschland sind ja die staatlichen Filmhochschulen auch viel dazu da, um Beziehungen zu knüpfen und so einen Anfang in die Branche zu finden. Zum Beispiel, dass Leute schon einen kennen. War es dann schwierig für dich, aus einer amerikanischen Filmhochschule dann in der deutschen Filmbranche zu starten? Ja, es war schon ein bisschen komisch, aus Amerika zu kommen, weil hier natürlich auf den Filmhochschulen, da werden schon dann Beziehungen geknüpft, Seilschaften geknüpft von jungen Filmemachern und die dann eben ihre ersten Filme machen. Das war bei mir ein bisschen anders. Aber ich habe auch sehr, sehr schnell die Chance bekommen, einen Film zu machen. Und ich war aber noch nicht so richtig bereit dafür, kann man sagen. So, also ich habe glaube ich, mit 27 oder mit 28 meinen ersten Film gemacht, 100 Pro. Hatte ich das Drehbuch geschrieben, habe eine Drehbuchförderung bekommen. Dann ist ProSieben draufgesprungen. Also es ging sehr schnell. Und es ging fast ein bisschen zu schnell. Wie man es nimmt, ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessanter Film geworden, aber auch ein unausgegorener Film. Ich habe selber noch nicht genau gewusst, was ich eigentlich für ein Genre da erzähle. Es ist so eine Mischung aus Coming-of-Age-Film gewesen und Komödie. Und ich wusste gar nicht, wie lustig meine Dialoge sind. Also ich war sehr überrascht bei dem ersten Screening, was wir hatten, wie die Leute sich totgelacht haben über ganz normale Dialoge von mir, die ich zwischen den beiden Hauptfiguren geschrieben hatte. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wenn die Leute da jetzt so lachen, weil der Film wurde sehr ernst am Schluss. Ich weiß nicht, ob das die Leute nicht enttäuschen wird, ob das nicht ein Bruch sein wird für die Leute. Und genau so war es. Also ich habe bei diesem Film sehr viel gelernt, auch über meine. Ich habe mir gedacht, okay, wenn die jetzt schon so lachen, dann wartet mal, wie ihr lachen werdet, wenn ich absichtlich will, dass ihr lacht. Also wenn ich nicht einfach nur einen normalen, naturalistischen Dialog schreibe, sondern einen komödiantischen Dialog absichtlich schreibe. Also mein erster Film war noch so zwischen den Stühlen. Der war nicht wehleidig genug, um deutsches Arthouse zu sein.
selbstmitleidig genug und er war nicht krawallig laut genug, um damals deutsche Teenie-Komödie zu sein. Sondern er war so dazwischen und das ist vielleicht eigentlich auch sehr schön, weil das heißt, er war vielleicht eigentlich doch ein ganz guter Film. Sehr individuell auf jeden Fall. Du hast ja selbst gerade schon gesagt, du hast ja früh deinen ersten Film gemacht, deinen ersten Langfilm selbst. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie hast du das geschafft? Wie ich dazu kam. Also ich habe, wie gesagt, ein Drehbuch geschrieben. Es ging ganz schnell. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, was sehr für Furore gesorgt hat damals und sehr viele Leute wollten dieses Drehbuch haben. Es hieß 100 Pro und es ging um zwei Jungs, die in dem Club. Es war gerade in dieser Zeit, als so Teenie-Komödien ein bisschen en vogue wurden durch American Pie und weiß gar nicht mehr was noch. Deutsche Filme gab es auch, absolute Giganten und so diese Zeit war das. Harte Jungs hieß ein Film. Und so mein Film war aber, wie gesagt, dieses Drehbuch war keine so krawallige Komödie. Es war aber eben auch kein ernstes Drama. Es war so eine Mischform, wie das ganz oft bei meinen Filmen ist, ja, die einfach einen ernsten Kern haben, aber in einer unterhaltsamen und leichten Art, einer rhythmischen Art versuchen zu unterhalten. Und das war, ich war aber auch noch nicht als Regisseur so weit, dass ich das so umsetzen konnte, wie ich es jetzt umsetzen kann. Also wir haben da ein bisschen, ich habe auch wirklich nach, die Kraft ist mir ausgegangen während des Drehs. Der Dreh war so anstrengend und ich war noch nicht so weit, also einen Spielfilm zu machen, einen Kinofilm zu machen, für einen Regisseur, wenn er so voll da auch alles versucht, richtig zu machen, ist wahnsinnig anstrengend. Und ich hatte mit 28 einfach nicht die Kraft, glaube ich. Aber der Film ist trotzdem sehr, sehr interessant geworden. Ja. Also, wie gesagt, es fängt immer alles mit dem Drehbuch an. Ne? Also, ich hatte einfach ein sehr, sehr gutes Drehbuch. Dadurch wurde der Film auch. Dadurch haben viele Firmen, ich habe es an viele Firmen geschickt. Es haben viele Firmen versucht, diesen Film zu machen. Und so ging es eigentlich relativ gut los mit meinem ersten Film. Aber nachdem der Film dann kein Erfolg war, habe ich lange, lange, lange daran geknabbert und habe lange keinen Film mehr auf die Beine bekommen. Das darf man auch nicht vergessen, weil jetzt ist es oft so, dass es so aussieht, als hätte ich immer schon Erfolg gehabt. Und so war es nicht. Ich habe eine lange Durststrecke gehabt nach meinem ersten Film. Ich glaube 7 Jahre, wo kein Film von mir, kein Drehbuch von mir großartig, ernsthaft weiter wurde, wo Filme geplatzt sind, wo mir jede Förderung abgesprungen ist, wo Filme in der letzten Sekunde abgesagt wurden. Also das war auch eine schwierige Zeit. Also ich bin aber in dieser Zeit auch besser geworden. Ich habe in dieser Zeit, in der meine Filme nicht funktioniert haben oder in der meine Filme nicht finanziert wurden, wie ein Verrückter an meinen Drehbüchern gearbeitet. Und habe Männerherzen in dieser Zeit auch geschrieben und entwickelt, was dann mein Durchbruch war, so würde ich es mal nennen. Und ich meine, du bist ja Schauspieler, hast ja auch in sehr, sehr vielen Sachen gespielt, Regisseur und Autor. Was würdest du dich primär beschreiben? Ich bin Regisseur und Autor, ich bin kein Schauspieler. Also Schauspieler bin ich in ganz, ganz ausgewählten Rollen, die mir vielleicht liegen oder die ich selber für mich geschrieben habe. Da kann ich dann auch mal ganz gut sein, aber sonst. Ich bin kein Schauspieler. Ich bin und war immer Regisseur und Autor. Gelesen hast du bei deinen Spielfilmen vor allem, oder ich glaube ausschließlich mit dem Kameramann Joe Heim zusammenarbeitest. Was würdest du sagen, macht eure Zusammenarbeit so besonders? Naja, also Joe ist einfach, das kann man gar nicht so genau beschreiben. Ich weiß nicht, manchmal treffen sich halt in dem Geschäft, wie auch in anderen Bereichen des Lebens, einfach Leute und es funktioniert einfach. Und mein Kameramann hat meinen allerersten Film gemacht. Ich mag einfach seine Bilder, ich mag seine Visualität. Er ist gleichzeitig auch ein wahnsinniger Kämpfer und ein Fels in der Brandung. Also Filme machen ist ja oftmals auch sehr anstrengend und manche sagen, es ist wie Krieg. Das würde ich nicht sagen, weil tatsächlich ist Filmemachen sehr schön und deswegen würde ich es niemals mit Krieg in Verbindung bringen. Aber es hat etwas sehr kämpferisches teilweise. Es ist wie ein Hochleistungssport, wo da manchmal die Nerven auch blank liegen und wo alle überfordert sind und man kann nicht mehr. Und Joe ist jemand, der auch dann in solchen Situationen immer sehr konstruktiv bleibt. Es gibt Kameramänner oder andere Männer, die dann natürlich sich anstecken lassen von der Nervosität oder von was auch immer. Und mein Kameramann ist einfach jemand, auf den ich mich immer verlassen kann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig am Film.
Ein bisschen haben wir auch immer so ein kleines Klatschpresseherz. Was würdest du sagen, war dein verrücktester oder absurdester Moment am Set? Also das, man kann nicht, ich mag so Fragen nicht, was der absurdeste oder der verrückteste Moment war, weil tatsächlich kann ich dir sagen, hatte ich beim Filmmachen schon so viele, dass ich das nicht auf einen Moment runterbringen kann. Aber sicherlich war ein ziemlich verrückter Moment als Schauspieler, wo ich irgendwie mit 25 oder wie alt ich da war, mit der Sängerin Nina Hagen zusammen einen Märchenfilm gedreht habe, auf Jalta. Das ist eine Insel. Und in einer Tropfsteinhöhle mit ihr und einem stockbesoffenen russischen Theaterschauspieler in Strumpfhosen, also ich war in Strumpfhosen, habe ich einen Prinz gespielt bei dem Film Vasilisa, stand, da habe ich mir dann schon manchmal gedacht, was mache ich in dieser Tropfsteinhöhle mit Nina Hagen und diesem besoffenen Typen, und das ganze Set war ein einziges Chaos. Es war ist ein schöner Film geworden, und es war nun, da habe ich mir, weiß ich noch, dass ich mir genau gedacht habe, bist du dir sicher, dass das der richtige Beruf ist für dich? Vielleicht auch, weil ich Strumpfhosen angehabt habe. Es war etwas, war nicht einfach nicht, ist nicht ganz meine bevorzugte, ja, ist nicht ganz mein bevorzugtes Styling, ja. Du hast ja vorhin auch angesprochen, dass du, dass Filme machen ist wie Profisport. Ne? Und ich schätze auch, wie du vorhin gesagt hast, du hast einen sehr vollen Terminkalender. Wie managst du das auch mit deiner Familie oder wird dir das manchmal zu viel? Also, Filme machen ist tatsächlich so, dass man, dass es immer wieder eine Herausforderung ist. Also, wenn man das Glück hat, wie ich meine nicht, dass es falsch rüberkommt, wenn man das Glück hat, wie ich, so Fulltime Filme zu machen, wie ich das machen darf. Ja, und dafür habe ich ja auch lange, davon habe ich lange geträumt. In deinem Alter habe ich davon geträumt, und auch mit 30 habe ich noch davon geträumt, da hinzukommen. Jetzt bin ich da, deswegen möchte ich mich auch nicht beklagen. Aber es ist natürlich so, dass wenn du als Regisseur so viele verschiedene Departments dann auch zusammenführen musst in einem Film und so viel kommunizieren musst und gleichsam auch Filme schreibst, dass es eine Herausforderung ist, noch ein Privatleben zu haben. Ja, das ist so. Verstehe, schaffst du es? Ich schaffe es schon, und es ist auch ganz wichtig für mich, weil meine Kinder sind für mich auch ein ganz. Das Schöne ist, wenn man Kinder hat, eine Familie hat, dass man dann allen Stress vergisst, und dass die Kinder leben so im Moment und haben so wunderbare Fragen und einen so filmischen Blick aufs Leben. Also auch als Filmemacher muss man Kind sein, Kind bleiben. Und das hilft natürlich, wenn man Kinder hat, die einem auch immer wieder diesen Blick zurückgeben, und man kann dann auch alle Probleme vergessen, die man so mit sich rumträgt, weil als Filmemacher bist du ja schon so jemand, der die ganze Zeit gewisse, vor allem auch als Autor, die ganze Zeit gewisse Szenen oder gewisse Herausforderungen, an denen du gerade sitzt, immer wieder kaut. Immer und immer wieder. Und ich glaube, es ist sehr schön, eine Familie zu haben, die einen da auch wegbringt davon. Damit endlich mal Ruhe ist da oben. Movie Minds, nur Film.